Ich mag gar nicht unterbrechen, weil es so schön spielen. Als nächstes bitte ich ans Mikrofon den Präsidenten vom Bayerischen Bauernverband, Günter Felsner. Es sind auch viele Bauern da und Bäuerinnen. Jetzt euch sicher interessieren, was Herr Felsner zum Song hat. Riesenapplaus für Herrn Felsner. Ja, liebe Freunde, anstatt liebe Bäuerinnen und Bauern heißt es heute liebe Bayerinnen und Bayern. Ich finde es klasse, dass ihr alle da seid. Ich bedanke mich als allererstes, weil das zur bayerischen Lebensart und zu unserer Identität gehört, dass wir in Bayern Mut haben, dass wir aber auch tolerant sind, dass wir die Kraft haben, die Zukunft zu gestalten und dass manche Leute was in die Hand nehmen. Und das, was der Optikermeister Wittmann, der den Mut hatte, sich allein auf den Marktplatz zu stellen, und die Moni Gruber, die den Mut hatte, aufzurufen, geleistet haben, das ist gigantisch. Und es geht weit hinaus über die Wirkungsweise dieses Heizungsgesetzes. Heute ist ein klares Statement gegen Ideologie in der Politik und für Freiheit und für Selbstentscheidungsmöglichkeiten. Und wenn wir darüber reden, dann heißt es aber auch, wenn ich sage, wir sind in Bayern tolerant, dann akzeptieren wir auch die Meinung des anderen. Und ich sage an der Stelle auch, ich habe selber ganz stark den Markus Söder gebeten, auch hier aufzutreten. Und ich halte es für riesig mutig. Und ich halte es riesig mutig und ich bin stolz auf unsere Politiker, ob die von der CSU, von den Freien Wählern oder heute von der FDP sich heute den Bürgern stellen. Und jetzt sage ich auch noch eines zu denen, die hier pfeifen. Hier demonstriert die bürgerliche Mitte und da gehören die Bäuerinnen und Bauern dazu. Und wir wenden uns gegen jeden linken und rechten Klamauk. Das sage ich ganz offen, der gehört hier nicht her. Und ich sage noch eins deutlicher. Es haben Leute gezögert, heute hier zu reden, weil es solche Umtriebe gegeben hat. Und ich habe ein Wort zu denen gesagt und da stehe ich nach wie vor dafür. Die bürgerliche Mitte lässt sich vor ein paar Deppen nicht abhalten, ihre Meinung zu sagen. Aber jetzt gehen wir mal ins Thema. Die Bauern, die bayerischen Bauern sind stolz drauf, dass sie die bayerische Bevölkerung ernähren und dass wir in Zukunft, und da geht es jetzt um Klimawende und da wollen wir mitarbeiten und können wir, wir werden euch in Zukunft in Bayern nicht nur ernähren als Bauern und Waldbesitzer, wir werden euch auch mit regenerativen Energien versorgen, wir werden unsere Gesellschaft dekarbonisieren. Alles, was Plastik ist, ist genauso schwierig fürs Klima und wir werden unsere Ressourcen, unsere Fläche, unser Wasser und unsere Luft schützen. Und das wird die bürgerliche Mitte tun und nicht irgendwelche Ideologen. Meine Damen und Herren, ich habe gestern Eckart von Hirschhausen am evangelischen Kirchentag sinngemäß gestern Das tut manchen weh, aber auch das ist Toleranz, den zitiert auch einmal der Bauernverband. Der hat gesagt, wenn die intelligenten Dauern glauben, dass sie keine Mehrheit haben, weil sie alles reflektieren, und wenn die Dummen ständig glauben, sie haben immer Recht und sie haben immer die Mehrheit, dann kommt es dazu, dass die Dummen regieren. Und ich habe das Gefühl, dass in Berlin zu viele von der zweiten Gruppe an der Regierung sind. Liebe Bäuerinnen und Bauern,
es sind Ideologen am Werk. Und das ist das, was wir absolut verabscheuen. Es kann nicht sein, wenn uns jemand vorschlägt, noch 10 Gramm Fleisch am Tag zu essen, mit der Meinung und der falschen Behauptung, dass tierische Lebensmittel schlecht fürs Klima sind. Nein, das räume ich heute ja nicht ganz, aber bei einem Satz dazu. Tierische Lebensmittel werden über die Photosynthese der Pflanzen in einem biogenen Kohlenstoffkreislauf produziert. Und meine Damen und Herren, esst Fleisch fürs Klima und trinkt Milch für eure Gesundheit. Lasst euch den Quatsch nicht erzählen, dass es schlecht fürs Klima wäre. Und jetzt zur Energiewende. In Berlin und auch zum Teil in Brüssel kommen Botschaften, wo ich sage, das kann es nicht sein. In Brüssel sagt man, die Atomkraft ist eine grüne Energie in Zukunft. Gleichzeitig sagt man, Holz ist nicht nachhaltig. Kaum haben wir es in Brüssel abgestellt, kommt der gleiche Unsinn aus Berlin als Bundesgesetz auf den Tisch. Meine Damen und Herren, wer solche Aussagen und Zusammenhänge tätigt, auf den darf man nicht böse sein. Der signalisiert eigentlich nur, er ist am Ende seiner Vernunft angekommen. Denen darf man nicht böse sein, denen müssen wir helfen. Und das wollen wir als Bauern und Bauernverband tun. Wir legen denen die Marke ab, dass wir nur für die 2% der Bevölkerung, die Bäuerinnen und Bauern, Lobbyverband sind. Das werden wir immer bleiben, Interessenvertretung. Aber jetzt ist der Punkt, wo wir Denkfabrik für euch alle werden müssen, für eine gute, nachhaltige Zukunft. Packen wir das an und stoppen wir diese Ideologen in Berlin und in Brüssel. Und jetzt vielleicht ein letzter Satz, ich will es auch nicht in die Länge ziehen, zum Holz kommen noch Fachredner. Wir wollen und können die Wärmewende schaffen. Aber ich möchte Ihnen eine Zahl mitgeben, um den Unsinn, der aus Berlin kommt, ein bisschen Substanz zu geben. Das, was wir bisher an Wärmewende geschafft haben, das beruht zu 83% auf Basis von Biomasse, wo wir Öl, Gas ersetzt haben. 83% Biomasse. Das ist Holz, das ist Bioenergie aus zum Beispiel Biogasanlagen, die Wärmeverwendung. Das sind die 2 Millionen kleinen Holzöfen, die wir haben. Das sind die 200.000 Holzzentralheizungen, die installiert worden sind in Bayern. Und das sind die 20.000 Nahwärmenetze, die auf Biomasse funktionieren. Und wir können uns das nicht erlauben und lassen es uns vor allen Dingen nicht gefallen, dass wir an ein bestehendes Nahwärmenetz ein neues Haus nicht mehr anschließen dürfen, wenn da Holz verfeuert wird. Ja, was ist denn das für ein Wahnsinn? Zweiter Punkt, Biomassephobie in der Regierung. Die Mobilitätswende. Wissen Sie, wie die funktioniert? Nicht über die E-Mobilität, da haben wir keine großen Erfolge im Moment. Die spart uns letztes Jahr 25.000 Tonnen CO2. E-Mobilität, 25.000 Tonnen. Die Beimischung von 10% Biokraftstoff in E10 spart 11,5 Millionen Tonnen CO2. Das ist unsere heimische Energie, produziert von den Bauern, und die soll abgeschafft werden. Das ist ein Irrweg, meine Damen und Herren. So, jetzt wackelt es schon. Aber ein letzter Satz. Ich finde es klasse, dass heute die bürgerliche Mitte, die Koalition der Vernünftigen, das erste Lebenszeichen gegeben hat hier in Erding. Und wir sehen uns wieder auf einer größeren Veranstaltung. Es kann nur der Anfang gewesen sein. Wir müssen die ideologiegetriebene Politik beenden und mit der Mitte der Gesellschaft die Zukunft bauen, meine Damen und Herren. Weil eines steht fest. Nicht die Klimaidioten werden die Zukunft gewinnen. Nicht die, die sich festkleben und immer vom Fleck kommen, sondern es werden diejenigen, und am nächsten Tag nach Thailand in Urlaub fliegen, ja? Es werden diejenigen,
die Zukunft gewinnen, uns nachhaltig zu organisieren als ganze Gesellschaft, die wirklich Klimaaktivisten sind. Und das sind unsere Bäuerinnen und Bauern, das sind unsere Ingenieure, die an neuen Techniken arbeiten, das sind die Handwerker, die auf den Dächern Photovoltaikanlagen bauen. Und das sind alle, die jeden früh aufstehen, um die Zukunft zu gestalten, um Deutschland stark zu machen und Bayern. Und die müssen es schaffen in Zukunft, auch in die nächste Veranstaltung. Wir sehen uns wieder. Danke, Günter Felsen, auch an meiner Stelle, weil er hat keinen Moment gezögert, als ich ihn gefragt habe, ob er reden darf. Und da waren ganz andere da, die gesagt haben, nein, sie trauen sich nicht. Und er hat gleich gesagt, nein, ich bin dabei und ich mobilisiere, was ich kann. Und das fand ich einfach großartig, dass jemand sich hinstellt und sagt, du hast mein Wort, ich stehe da heute, ich rede in Erding. Danke nochmal an Günter Felsen, Präsident vom Bayerischen Bauernverband. So.